Hallo und herzlich willkommen bei Renas Live. Heute mal wieder mit dem 64. Let's Play zu The Sims 4. Ja, wie ihr beim letzten Mal mitbekommen habt, hat Larissa nun jetzt auch ihr Baby bekommen. Ja, wir sind jetzt drei Babys, zwei Kinder und drei junge Erwachsene, beziehungsweise Leo ist ja erwachsen geworden. Ja, wir lassen uns mal überraschen, was passiert und laden schon mal unsere Familie. Ja, wie ihr wisst, hat Anna ja Zwillinge bekommen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich drei Kinder wegen, beziehungsweise Babys eben im Haushalt. Ja, wir werden einfach mal schauen, ob wir das echt alles so gebacken kriegen. Das ist echt anstrengend. Und zuvor wusste ich auch nicht, dass man Zwillinge bei den Sims bekommen kann. Von daher heißt Marcel und Marcel. Also es gibt die beiden mit dem gleichen Namen, weil ich echt nicht gerafft habe, dass es zwei Babys sein sollen. Und ich würde einfach mal sagen, wir legen mal los. Ihr seht gerade, Toby und Rena sind in der Schule. So. Hüpfen. Schaukeln. Ja, gerade sind, was ein Glück, die Erwachsenen alle zu Hause. Von daher ist es ganz praktisch gerade. Denn alle drei Babys sind wach. Oh, das schreit aber jetzt. Mit Flasche füttern. Nein. Anna, genau. Kümmer dich um dein Baby. Schaukeln. Windel wechseln. So, kannst ruhig Pfannkuchen essen. So, was ich aber mal gucken wollte für euch, da echt, finde ich. Für Spieloptionen. Aha. Der Ton immer so leise ist. Soundeffekte. Ich mach mal einfach so und ich hoffe, ja, dass der Ton und so weiter besser ist. So. Windel wechseln. Reden. Lassen wir das Baby mal in Ruhe. Du kannst ja mal schlafen gehen. Leo geht dann hier gleich mal verwenden. Und dann halten wir das eine Baby noch mal im Auge. Schaukeln. Aha, die Babys schlafen außer eine. Anscheinend hat Toby Probleme in Mathematik. Er kommt nicht über eine 1 hinaus. Glückwunsch. Okay, dafür ist Hygiene gleich 0. Nein, nicht darin. Darin. Die Schule ist für heute aus. Rena gehört zu den Landgrabschulen zweier Kandidaten. Sie könnte versuchen, noch mehr aus sich rauszuholen. Okay, machen wir, aber wir gehen jetzt erstmal hier verwenden. Und danach gehen wir schlafen. Oh, irgendwie ist unser Puppenhaus auch noch kaputt. Oh. Ja, genau. Mit Flasche füttern. Okay. Dann geh doch auch dich da um dein Baby kümmern, Mensch. Frauen. Reden, schaukeln. Füttern. Naja, du gehst jetzt erstmal schnell Mahlzeit essen, Joghurt. Danach gehst du dann schlafen. Toby, ja, hat ebenfalls Hunger. Sollte dann auch öffnen.
Ein Gericht nehmen, Hausaufgaben machen. Schlafen. So. Anna kümmert sich noch um den anderen Kleinen. Nein. Aufräumen. Und dann gehen wir schlafen. Oh. Larissas Baby ist nun auch wach, der Julian oder Julian. Dann hüpfen, beten. Windel wechseln. So. Wir spulen mal ein bisschen vor. So. Ich schau mal gerade, ob Baby schläft. Nein. Schaukeln. Reden. So. Ach, Anna, dann geh doch auch zu deinem Baby. Ja, so ist das eben, wenn drei Babys im Haushalt sind. Schaukeln, reden. Hüpfen. Schaukeln. Reden. So. Anna geht dann mal öffnen. Oh. Marcella hat Geburtstag, die Zeit fliegt nur so dahin, nicht wahr? Hausaufgaben fertig. Toby hat die Hausaufgaben für heute beendet. Anna wird nach ihrer Elternzeit bei der nächsten Schicht erwartet. Sie kann derzeit keine weitere Elternzeit nehmen. Öffnen. Zusatzaufgaben machen und danach geht er dann mal schlafen. Soll sich mal hinsetzen und mal warten, welches Baby als erstes schreit. Thank you.
So, du gehst jetzt mal schlafen. Und dafür steht dann Leo auf. Bisschen Nettigkeit, flüstern, küssen, umschmusen. Genau, geht ihr mal ein Techtelmechtel machen. So, dann müsste Toby ja auch bald die Hausaufgaben gemacht oder Zusatzaufgaben erledigt haben. Traurig. Arme Puppen. Okay. Das kann dir Leo noch reparieren dann. Hausaufgaben fertig. Zusatzprüfung abgeschlossen. Öffnen. Na? Zusatzhausaufgaben. Schaukeln, hüpfen, reden. Liebkosen, schaukeln, liebkosen, schaukeln. So. Und ja. Wir reden mal mit dem Kleinen. Mit Flasche füttern. Glücklich, neues Baby und glücklich, total zufrieden wegen spektakulärem Techtelmechtel. Die Kleine hat dann Hunger. Öffnen. Ist nichts drin. Dafür geht dann Leo mal kochen. Kochen. Macaroni mit Käse, Familiengröße. Hat die Kochfähigkeit erworben. Schmutzige Windel wechseln. Reden. Eins der Babys schläft schon wieder. Oh.
bekommen. Er isst dafür dann eine schnelle Mahlzeit. Okay. Sie isst auch mal Macaroni mit Käse. So. Dann wird sie schlafen. So, die Babys schlafen wieder. Sigluna Biro Finacapa. Nerf Plesame. Yasinarp. Dann spulen wir mal ein bisschen vor, die Babys schlafen ja. Nein, schlafen eben nicht mehr. Oh Gott. Schreien im Duett. Na komm. Steh auf, Mann. Wenn jetzt noch das dritte wach wäre, dann. Wird dann reden. Liebkosen. Mit Flasche füttern. Liebkosen. Schaukeln. Verspielt Schaumbad. Okay, Marcel und Larissa sind gerade beste Freunde geworden. Schaukeln und dann aufräumen. Larissas Baby ist auch wach, aber keiner bemerkt es vor lauter Babys. Wow. Schaukeln. Füttern. Oh, so so. Meshka. Rajinka. Kombipa Meshka. Leo geht dann mal hier zu seinem Sohnemann. Schaukeln, reden, füttern. Oh, Nubu! Sorb Quexel! Oh! Yamal? Oh.
Schaukeln. Sechs Stunden bis zur Arbeit. Oh, tribal Pomeray. So, wir schauen mal. Nächster Baby ist wach. Oh. So ist das halt, wenn anscheinend drei Babys im Haushalt herumguren. Kaum ist eins eingeschlafen, ist das nächste wach. Kaum klopft man. So, Anna hält mal die drei Babys im Auge. Jetzt sind aber alle drei wach. So, Toby steht auch mal auf. Er muss halt dringend aufs Klo. Sehr verspielt. Okay, und wie kann ich das machen? Öffnen. Nö. Kochen. Gartensalat, Rührei, Makaroni, nö. Wo krieg ich denn dann? Spiel spielen. Sims Forever. Öffnen. Ein Gericht nehmen. So. Schlafen. So.
Rena, ja, sollte auf jeden Fall hier auch mal langsam hier verwenden. Und danach kann die ja auch irgendein Spiel spielen. Schmutzige Windel wechseln. Toby und Trina müssen in einer Stunde in der Schule sein und Anna auf der Arbeit. Hüpfen, schaukeln, Bumbo, reden. Charm? Duschen. Olles Nickerchen. Oh, Tribal Pomeray. Woi, Mick, woi, Mick. Oh, kleine Vu, kleine. Oh, very nice, Sorba. Oh, Quaver. El Crisp and Nerf. Oh, oh, Schaukeln, reden, liebkosen, reden. Nein, wir schicken alle Anna alleine los. Larissa muss in einer Stunde auf der Arbeit sein, okay. Wie sieht es aus bei Leo? Oh. Ja, um 10. Ich würde mir dann mal sagen, wir nehmen uns einen Tag Urlaub. Oder in Elternzeit gehen. Sonst sind die Babys so unbeaufsichtigt. Rena kommt zu spät vor lauter PC-Spielen. Reden. Anna ist zur Arbeit. Reden. Fleißig lernen. Fleißig arbeiten. Und fleißig lernen. Leo geht auch in Elternzeit. Einfach nur bei den drei Babys ist es schon besser, wenn zwei da sind. Leo hat ebenfalls einen Tag Elternzeit. Oh, jetzt schreien alle drei. Liebkosen. Essen. Schlafen. Oh, so. Erischub. So. Oh, Nubu. Oh, Yumbala. Kapuna. Klappt nicht.
Paules Nickerchen. Ich glaube, dann wachen die dann von selber auf, wenn das Kind schreit. So. Du gehst dann da verwenden und hoffst einfach mal, dass dein Kind endlich schläft. Schaukeln, liebkosen, füttern. Und dann hoffen wir mal, dass der kleine Julian schläft. Oh, das nächste Baby ist wach. Schaukeln, liebkosen. Mit Flasche füttern. Jetzt sind alle drei Babys wach. Chumcha. F for joy. Flasche füttern, schaukeln, reden, schaukeln, Windel wechseln. Verwenden. Oh, Nubu. Oh, tribal pump. Oh mein Gott. Oh. Oh, Garnouche. Oh. Der Geburtstag von Julian naht. Hüpfen. Schaukeln. Schaukeln. Schlafen. Tolles Nickerchen. So. Beide Marcells sind noch wach. Leo schläft auch. Nee, wir müssen das. Wir können es nicht ganz schnell stellen. Tobi ist von der Schule zurück. Besten Landgrab. Schülern, okay. Die Schule ist für heute aus. Rena gehört zu den Landgrab-Schülern zweier Kandidaten. Die könnte versuchen, noch mehr aus sich rauszuholen. Ja, das versuchen wir. Kein Thema. So, duschen. Danach öffnen. Hausaufgaben machen. Tobi. Ja, der kann ruhig dann schon öffnen. Kann er nicht, okay. Weil ihm fehlt Spaß, okay. Spiel spielen.
Sims Forever. Reden. Liebkosen. Schmutzige Windel. Reden. Liebkosen. Verwenden und öffnen und ein Gewicht nehmen. Liebkosen, schaukeln, reden und schnelle Mahlzeit essen. Marcel und Larissa sind soeben beste Freunde geworden. Danach können wir dann jetzt doch die Hausaufgaben machen, weil jetzt haben wir ein bisschen Spaß. Anna ist zu Hause. Oh, sie muss aber dringend schlafen. Julian und Larissa sind beste Freunde geworden. Schaukeln. Mit Flasche füttern. Aufräumen. So. Unsere Rena geht dann hier verwenden. Und öffnen. Ein Gericht nehmen. Hausaufgaben fertig. Miserabler Schultag, deswegen ist Rena traurig, okay? Anna und Larissa schlafen halt mal in einem Bett. Schaukeln. Aufräumen. Tolles Nickerchen. So, und ich würde sagen, wir beenden für jetzt im Moment die 64. Folge hier an dieser Stelle. Ihr seht, es ist nicht gerade leicht, einen Haushalt zu führen mit 3 Babys, 2 Kindern, 3 Erwachsenen. Es ist echt sehr schwierig. Ich bin mal gespannt, ob dann endlich die Marcel-Zwillinge in unserer nächsten Folge vielleicht dann zu Kindern werden. Wir lassen uns überraschen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.